jetzt wieder das 11. Rennen, Wetzlar Fun-Rennen. Die 13 Isis Reglis Joppenholzschuh sehen wir da als erstes. Dahinter dann Mitte 1 folgen Expensive Diamant und Marciano Hauber. Dann die 2 Viper Heinrich Genz. Nummer 8 Volt, das ist Imola Spor und Michael Nimczyk, dahinter die 6 Ostwind und Ralf Oppoli. Dann Ero Di Grippon, Mario van Dooyewert, die 10 Lady Elegance, Tim Schwarmer. Weiter geht's dann mit der 5 Mountain. Start ist frei, läuft das Rennen jetzt da. Zwischenzeit, dann Mountain Hero, innen Viper aus dem Rinsalka, Ostwind fährt die Verfolgergruppe an, in der Zeit sechster Position, dahinter ist dann Expensive Diamant zu sehen, mit außen Zwischenzeit. Ero Di Grippon hat hier weiterhin die Führung. Ostwind wurde disqualifiziert. Ero Di Grippon an der Spitze vor Isis Reglis und Rusalka. Das sind die ersten drei Pferde. Position 4 gehört dann Vela von Mountain Hero. Springt sich da ausgangs des Schlussbodens aus dem Rennen. Und Ero Di Grippon weiterhin vorn gegenüber Rusalka und Isis Reglis. Ero Di Grippon, Isis Reglis. Und dann in der Mitte der Bahn kommt jetzt Expensive Diamant auf Touren. Aber mal so richtig auf Touren und attackiert. Viper ist ebenfalls dabei. Ero Di Grippon mit außen, Expensive Diamant und Viper. Expensive Diamant an der Außenseite, knapp im Vorteil. Thank you.
Lieblingsmannschaft, die am Mann zu machen. Das ja auch. Ja. Super. Ja, Marciano, herzlichen Glückwunsch. Du warst im Vorfeld schon sehr optimistisch und hast auch den Hauptgegner sofort richtig analysiert. Der war aus dem Rebound, der hatte so Respekt vor. Der musste auch im ersten Kilometer einiges tun, bekam ein bisschen Druck. Wie warst du zufrieden mit Expensive Diamant? Wenn du morgen gewinnst, dann hat man natürlich die Gegend. Seit wann ist Expensive bei euch im Training? Seit dem letzten Start mit dem Bull gegangen, bei der Rebound. Und Engstrom hat sich ein bisschen im Weg. Er ist ein sehr großes Pferd, da konnte er wahrscheinlich die hohen Erwartungen von seiner Abstammung als Jahrgangspferd noch nicht erfüllen, oder? Nee, ich glaube, der hat ein bisschen Zeit genommen. Aber ich denke mal, du hast es gerade angedeutet, die Linksfußschuhe sind schwer, also er wird die nächsten Starts hier in Gelsenkirchen oder vielleicht auch in Berlin-Mariendorf absolvieren. Ja, auf jeden Fall super Einstand für ein neues Quartier, auch für neue Besitzer vielleicht. Ihr habt euch empfohlen. Marciano, herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg für den Expensive Diamant. Ja. Manchmal vergesse ich dann, stelle ich mal. Man ist ja nicht immer alles, was man hört.